Hallo und einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. Guten Morgen auch an euch beide. Morgen. Ali. Das ist so wunderschön. Was ist Mehr wunderschön? brauche ich dazu nicht sagen. Aber bist du jetzt hier oder was? Ich? Nee. Ich bin noch in Piastowia. Okay. Bei Markus. Hast du bei seiner Tochter wieder übernachtet oder wie? Nee, ich habe durchs Fenster geschaut. Komm da nicht raus. So. Wo ist da? Erstmal hier mit Markus reden. Nee, Markus. Wie? Er hat keinen Bock auf mich. Ich bin dein allerbester Ehrenkunde. Ne, das bin ich. Das ist mir egal. Alter, die starren sich an. Die haben sogar Augen auf. Hallo? Oder nicht? Ich verputze hier gerade Filzwand. Abputzen. Komm zurück. Also, habe ich jetzt überhaupt alles? Bei Hafer-Ale, Hafer-Ale. Holzfiguren. Ja, und Lavendelhonig habe ich auch. Perfekt. Perfekt. So. Ah, dann sollte ich. Ich könnte noch nach Quests schauen. Ja, schau. Suche Sense. Eine Bronze-Sense. In 430 Münzen und 130 Dynastie-Reputation. Ja, mach, komm mal. Ich brauche alles groß geschrieben. Ich brauche eine Sense, eine scharfe. Je schärfer, umso besser. Die fleischige Existenz des Quartiermeisters wird dich bezahlen. Wann? Elf Suche Sense. Kupfermesser. Alter, 11 Kupfermesser bringt 1392 Münzen. Ja, können wir gebrauchen. Wenn ich muss halt hinstellen, ein paar herstellen. Aber die Kupferbahn haben wir auf jeden Fall da. 6 Füchse töten? Oh, Junge, ich hab grad deine Frau geweckt. Haben wir gerade keine Zeit jetzt dafür, oder? Was? Füchse töten. Achso, Füchse töten nee, nicht, nee. ne. Wenn wir 18 Kalkstein abliefern, kriegen wir 44 Münzen und 260 Dynastie-Reputation. Wie viel Kalkstein? Ja, mach. 10. 18, hier. It's time for a beverage. Wenn du eine Pike dabei hast, kannst du sogar so kurz holen. Er muss ja eh zurückkommen wegen der Kupfermesser. Achso, stimmt, ja. Und der Bronze-Dinger. Genau. Bei Kupfermesser haben wir das Schema? Kupfermesser haben wir keine, aber die Kupferbarren haben wir auf jeden Fall. Moment, die Kalkstein. Bin viel zu weit. Die Metflaschen gehen wir auf den Zeiger. 12 ja. Millionen. Ja. Das ist grauenvoll. Ja, wenn nicht, machen wir mal pack die da und mach die draußen in der Kiste. Ja, auch nicht so schwer, glaube ich. Das müssen sie irgendwie echt besser regeln, finde ich, mit dem System, mit der mit dem Ja, nee, da Sortierungssystem. Muss halt eigentlich ein Stack sein. Aber dann stimmt es halt mit der Haltbarkeit wieder nicht. Nee, aber einfach, dass es besser angeordnet ist. Also, dass es mit 100% immer oben ist und dann kannst du halt vielleicht das noch ausklappen. Dann siehst du halt alle anderen noch. It's time for a beverage. 1200. Nochmal ins Ding. Ist der. So. Machst du das mal mit der Metflasche, Junior? Was soll ich mit der machen?
dass alle Metflaschen raus und in eine Kiste oder in so ein Ding draußen hinstellen. Mhm, kann ich machen. Danke dir. Da liegen 70 Kalksteine auf der Truhe. Da habe ich sie da aus Versehen dahingeschmissen. Gut. Ah, unsere zwei Frauen hocken draußen am Tisch, Phil. Wir brauchen hier mehr Blätter. Ja, ja. Kommt doch alles. Ich mache meine Sauna unten, aber wichtiger. Ja, ja. So. Aber ich bin gleich durch mit dem Zaun. Oh, Juniors Frau zum Kind. Sie sagen, du siehst aus wie ich. Aber ich finde, du siehst aus wie ein kleiner Kobold. So, Zäune außer die Türen sind fertig. Ums Gehege. Damn, it's freezing. Hab ich gerade Zuckungen hier im Game. Ja, ich tue auch gerade Sachen einladen. Ganz schnell. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Oh. Wert? Hab ich das Met auch noch genommen? So. Juniors Hütte ist auch. Verkalkit. So, jetzt haben wir da unten noch ein Problemchen. Kein Werkzeug, Axt. Schmiede. Bronzeaxt habe ich eingestellt. Ich fahre mal ein bisschen die Produktion von Bronzepfeilen zurück, Phil. Mhm. Ja, das. Kann ich gerade woanders besser gebrauchen. Ich habe Haarpfeil für dich. Wenn du das bist, die ich suche. Ich muss mal kurz weg, sorry. Scheiße. Habe ich mir jetzt mit der einer getrunken oder was? Alter. Ich bin ein bisschen dicht. Bist du besoffen oder was? Ja, ja. Ich habe dir nur das Zeug gegeben. Aber gerade reiten kann ich noch. Alter, das ist ja meine armen Augen. Gar nichts. Ach, was jetzt gerade? Das ruckelt gerade wie Sau. Eieiei. Nicht die Aufnahme, es ist das Game. Oh, ich bin umgefallen. Ich lebe wieder. Geh weg. Boah, Alter, das ist anstrengend für die Augen. Sofolowski. Ich habe das Gefühl, als würden meine Augen tränen, weil es so verschwommen ist.
Alles verputzt, oder was? Ja. Kann nicht mehr sprinten. Ah doch. Gut. Alter. Aber es sieht gut aus hier. Ha? Find's richtig geil, wenn jetzt noch die Lampen dazukommen. Mhm. Dann wäre das richtig geil. Warte, ich will das mal ausprobieren. Was? Alkohol gibt doch eine ruhigere Hand, oder? Nicht wirklich. Mal gucken, ob ich jetzt besser schießen kann. Nee, ich glaube nicht. Das ist alles eine Lüge. Jetzt kann ich erst weiterbauen, wenn das Feld hier weg ist. Das Feld weg ist, weil dann muss man die Scheune umpflanzen. Rausch. Felder und Ackern sind schön, super. Pack doch jetzt den blöden Bogen weg. Der will nicht. So. Ja. Da. Wo bist du? Wer, ich? Nee, nicht du. Was? Novosiodel. Bin ich immer so langsam? Morgen müssen wir schon wieder Steuern zahlen, ey. Wie die Zeit rennt. Ich suche dich. Renn nicht weg, ich bin nicht so schnell. Wem redest du eigentlich? Naja, mit mir und dem Novosiodel. Da hat einer das Ding geöffnet. Ein Fensterladen. Oh, hier rennt ein Fohlen rum. Wieso sind hier drei Waschzuber? Für jeden einen? Ja, aber da reicht doch auch einer. Nö, lass es doch einfach. So, bin ich da. Was macht mein Kind? Hallöchen. Hallo, ja? Bin ich da? Ja, habt ihr mein Haus jetzt auch schon fertig verputzt? Ich hab's verputzt, ja. Danke dir. Ich komm nach Hause, sprich mit meiner Frau. Sie sagt, du bist so besoffen, dass du kaum gerade ausschauen kannst.
Mein Vater hatte einen speziellen Namen für solche Personen. Amateure. Voll getest. Aber richtig, du. Oh, ich muss dir bald was schenken. Ich habe nur noch 91% Zuneigung. Fast schon wie beim Phil. Wie ist da, Phil? Sag mal, ist das Schatten oder setzt der Kalkstein hier Schimmel an? Das Grüne? Ja. Das habe ich vorhin auch schon mal gedacht. Kurze Frage, wie sieht es denn aus mit Wolle? Produzieren wir? Oh, du musst deinem Kind unbedingt ein Spielzeug schenken. Sie hat gerade gesagt, ich habe kein Spielzeug. Bin ich arm oder hat mich einfach keiner lieb? Ja. Wenn du mal an der Stadt ist, kann er ja gerne was mit besorgen. Ich muss gerade dem einen Typ da abgeben. Boah, ich habe uns einen großen Familientisch gemacht. Supi. Und ich habe eine Frage. Sie hat gerade gesagt, jede Zeit ist eine gute Zeit für eine Schneeballschlacht. Darf ich sie abwerfen? Du wirfst meine Tochter bestimmt nicht ab. Ich glaube, die hackt. Nein, ich komme nicht mehr in den Stall rein, Phil. Ins Gehege. Oh. Das Ding ist zu hoch. Oh, was? Der Doppelzahn ist zu hoch. Wenn ich dich mit einem Schneeball abwerfe, kriegst du Schaden. Es gibt doch Eingänge. Ja, aber nicht da, wo ich früher rein bin. Ja, gut. Ich früher war immer Zaun gesprungen. Ja. Ne, ich bin früher durch das eine Tor, wo sie immer ausgebrochen sind, weißt du? I'm hungry. Ich würde gerne was ausprobieren, okay? Bleib mal kurz stehen, bitte. Ja. Du? Hab ich getroffen? Ja, jetzt hast du getroffen. Hast du Schaden bekommen? Nee. Oh, scheiße. Alter, die Tiere scheißen wie verrückt. Ja gut. So. Eine Kleinigkeit. Lavendelhonig. Ach scheiße, zu viel. Ach, das ist mein Pferd. Achim. Hm? Falls ich, Alter, wie viele Tiere hier sind, falls ich irgendwas mal wieder landwirtschaftsmäßiges machen kann, stehe ich halbwegs gern bereit. Mein Pferd sind 165 Dung. Tu es. Soll ich? Ja, okay. Warte. Ich muss nur noch kurz die Quest hier machen. Moin. Ach, schade. Nee, du bist doch gar nicht. Du bist hier drüben. I'm starving. Moin. Either it's yesterday's tour, we're going to need another bed. Sehr schön. Achim, hast du gerade gesetzlos gekillt? Nein. Ah. Jemand anders? Ich weiß nicht, was es gibt. Gesetzlosen gekillt. Was machst du? Alter. Was zur Hölle? Komm jetzt, mach mal den Dünger. Die Leute brauchen's. Ja. Wo ist es? In der Scheunekiste. Scheunekiste. Ich sag dir, reit nicht auf meinem Pferd. Warum soll ich auf deinem Pferd reiten? Ich hab's neben deinem geparkt. Ich brauche was zum Essen. Ich hab Hunger.
Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, 165 Sekunden. Nein, es sind 220. Ja, halt doch jetzt der Lade. Ich geb dir jetzt was zum Essen, du Penner. Oh nein, ich glaube, bis ich fertig bin, bin ich verhungert. So. Den Kalkstein hast du noch nicht abgeliefert, oder? Nee, ich war noch gar nicht wieder in der Stadt. Okay, dann bringe ich den jetzt so schnell weg, dass wir den im Winter noch legen. Kupfermesser. Ach, die Kupfermesser muss ich auch noch machen. Auch noch nicht gemacht. Aber das kann ich nachher alles machen. Ja, das ist halt der letzte Wintertag jetzt, ne? Dass es abläuft. Hälfte habe ich. Ich schau mal schnell, was die Kupfermesser brauchen. Er mag Sand. Er hat gerade gesagt, ich mag Sand nicht. Er ist kratzig grau und er ist einfach überall. Mhm. Ein Stock, zwei Kupferbarren. No one can destroy the metal. Wie viel Kupfermesser brauchen wir? 11, glaube ich. Steinreisen 18, 11 Kupfermesser und eine Sense, die kann ich auch schon mal mitnehmen. Bronze-Sense. Und dann nehmen wir 11 und Stücke, waren es glaube ich. Bin zwei. Fertig. So. Den ins Materiallager. Okay. Na. Und dann könntest du mir noch 11 Kupferbarren bringen, bitte. Aha. Ich muss noch erstmal hier Dinger umladen ins Pferd. I have armed the mightiest knights of this realm. Nobody makes better toy swords than me. Das sind noch 40 Kilo zu viel. Smith, it's all the same to me. I'm colorblind. Ja, mein Pferd kann trotzdem noch hochreiten, das ist geil. Weißt du was, ich glaube, du bringst das Zeugs nach Piastoria, weil hier ist jetzt wieder Verwaltungszeug zu erledigen. Mhm. Den Kalkstein habe ich schon bei mir drinne. Okay. Achso, jetzt hat das Pferd den ganzen Dünger. Nein, lass mich ganz kurz. Dann mache ich dir noch die zwei Dinge jetzt fertig. Ah. Die Werkzeuge noch, stimmt. Ja, schau mal, das meiste ist hier jetzt im Weidekorb, direkt neben der Ding. Mhm. Und das, die Messer mache ich dir jetzt noch fertig. Der Gotthard ist hier am Ambus. Der war doch früher in der Scheune. Ach, war das der, den ich so genervt habe? Mhm. So, und Kupfermesser liegen sie auch noch drin.
Super, danke dir. Immer gern, danke dir. So, meine Verwaltung hat jetzt irgendwie in Luft ausgelöst, interessanterweise. Was ist bei dir das Problem? Kein Material. Problem hat sich selber gelöst, oder was? Ja, wahrscheinlich wurde es halt dann ausgiebig nachproduziert. Nach Pia Sofia. Oh, wer ist das? Imisla. Nee. So. Jetzt gucken wir mal, ob die Felder schon ausreichend gematscht sind. Oh ja, da müssen wir noch ein bisschen was tun hier. Ach du Scheiße. Das ist... Das ist eindeutig zu viel Feld. Zu viel Feld, ich. Aha. Das Weizenfeld ist nicht so dringend. Haferfeld, das wäre... Das wäre wichtig. Kannst du da nicht so Prioritäten erhöhen? Leider nein. Hm. Aber eigentlich machen sie es so ein bisschen. Aber sie hatten jetzt einfach lang keinen Dünger. Ja gut, das ja. war so ein bisschen das Problem. Der war ein sei willkommen, Steuerzahler. Der Typ mit der Sense, ne? Mhm. Der war, erzählt mir gerade, das war eine unheimliche Gestalt. Sehr ruhig und sonderbar. Blass wie ein Geist und dünn wie ein Strohhalm. Chuck Norris. Das war der Sensenmann. Aber ich bin's wieder. Viele Hände, schnelle Sende. Ja, richtig. Jetzt kann schon auch noch eine Person anwerben. Ah, nochmal mit Dervan. Der Dervan ist so der Quest King. Ja, aber manchmal muss ich auch so Markus oder so. Ja, Markus ist aber selten. Ja, nur Tauben, die auf den Kopf geschissen haben. Tauben, genau. Immer noch Landwirtschaft, ne? Ja, oder Produktion. Landwirtschaft. Habe ich eine Landwirtschaft 3. Produktion habe ich eine andere 3. Okay, ich habe hier... Nee. Eine Frau mit 3 Produktion und eine andere Frau mit 3 Landwirtschaft. Warte mal kurz. Die haben alle 3. Dann bring noch eine Landwirtschaft, bitte. Okay. Die Inga macht die dann Bauersuchfrau? Also ich glaube nächstes Jahr, nächste Jahreszeit, wird Edgar erwachsen, fast. Ne, der ist ein Jahr lang, glaube ich, ein Säugling. Oder 2 Jahre lang schaukelt sie ihn. Ja, keine Ahnung. Ah, jetzt weiß man die Tussi noch zu. Ich komm mal zurück. Jetzt dann nur noch Männer anwerben, bitte erstmal. Mhm.
bei unserer Fischerhütte, mhm, da geht ja der Weg durch, ne? Mhm. Können wir doch so als Mautstation einrichten, oder? Wegelager? Nee, das, ja, also, ja, das egal wäre, wenn der da durch will, einfach Geld zahlen muss. So, liebe Leute, wie sieht's mit Schlafi aus? Ja. Okay. Jo, ich reite nur noch nach Hause. Wunderschöner Aufgang. Habe ich mehr Hunger? Sieht noch besser aus, als wenn man besoffen ist. Da kommt der Phil. Geilen Plan. Oh je. Dann vielen Dank fürs Zugucken, liebe Leute. Oh. Ich wollte eigentlich schon lange sitzen, warum sitze ich nicht? Lasst gerne ein Abo, Like da, würde uns sehr freuen. Schaut auch die anderen Playlists an, sie werden jetzt dann eingeblendet und ja, wir sehen uns dann im Frühling. Was? Schon das Jahr 7 dann. Siebtes, boah, Jahr. Geil. In Medieval Dynasty. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Hallo.